Hochwasser 2024. Alle Informationen und Eindrücke hier für euch. Am Samstagnachmittag, so circa ab 16 Uhr, kam es zu uns zu einer vorerst kleineren Hochwasserkatastrophe. Die ersten Problemfelder waren bei uns entlang des Baches und das begann in der Fahrgasse, weiter dann bis zum Bauhof, dann entlang der Hofstadt nach vor. Und wir haben sofort mit Sicherungsmaßnahmen begonnen. Wir haben die gesamte Bevölkerung entlang des Baches gewarnt und sie aufgefordert, alle Wertsachen höher gelegen abzustellen, Fahrzeuge wegzuräumen und Sicherungsmaßnahmen zu setzen. Dann war es soweit, der Bach ist an vielen Orten übergetreten und richtete verheerende Schäden an. In einem Ausmaß, wie wir es noch nicht erlebt haben. Diese Dimension hat noch keiner bisher erlebt in Marianspach. Also ganz eine schlimme Situation. Es ist sehr viel Infrastruktur zerstört worden, aber das ist nichts, was man nicht mit Geld beheben kann. Viel schlimmer hat es die Leute erwischt. Da gibt es Hangrutschungen, da waren Keller unter Wasser, da waren Gebäude komplett unter Wasser. Ortsteile waren abgeschnitten, dadurch, dass Brücken gesperrt waren. Die Unteroberndorfer Brücke haben wir als erstes sperren müssen in der Nacht. Dann waren nicht zwei oder was in der Früh. Dann sind die anderen Brücken dran gekommen. Also es war einfach schlimm. Vor allem war es schlimm, weil die Leute nicht gewusst haben, wie geht es weiter. Sind wir da jetzt eingekesselt? Die Freiwillige Feuerwehr Unteroberndorf musste in Folge sogar die B44 sperren, wodurch dann der halbe Ort nicht mehr zugänglich war. Wir sind zu den normalen Hochwassereinsätzen über Neulenkbach, soweit es möglich war, gefahren. Und sonst mussten wir einfach die Leute vertrösten, weil es nicht möglich war, über die Brücken zu kommen. In Bachnähe stand so gut wie alles, teilweise über einen Meter unter Wasser. Das Ausmaß der Schäden sehen wir uns jetzt an. Also Infrastruktur sehr geschädigt. Wir haben eine Brücke, die sehen wir da gerade, die ist gerade weggehoben worden mit der Firma Trost, die haben wir gerade da gehabt. Die drohte ins Wasser zu fliegen und wieder Verglasungen zu verursachen. Das haben wir dann heute geschafft, dass wir die rausholen. Zwei Stege, einer in Unteroberndorf, einer in der Hofstadt, sind weg. Einer ist komplett verschwunden, den anderen haben wir auch rausgeholt. Ist das einfach schlimm. Man sieht hinter uns den Sportplatz. Die Feuerwehr hat Gott sei Dank hat's geschafft, dass den Sportplatz, die Sporthalle, die halbwegs gesichert. Also die haben gearbeitet rund um die Uhr, dass sie geschaut haben, dass man einfach die Halle schützt. Und das war, sind wir sehr dankbar dafür, dass nur, weiß ich nicht, Sockelhöhe ist das Wasser drinnen gewesen in der Halle. Alles andere haben sie geschafft, dass draußen bleibt. Aber ja, Sportplatz selbst, Kinderspielplatz, der neu angelegte, der Bauhof ist unter Wasser gestanden, die Mühle ist über einen Meter unter Wasser gestanden, da ist dann von der Schmidtgasse das Wasser rausgekommen, wenn man sich vorstellt, wo der Eingang ist von der Mühle, also es ist, kann man sich vorstellen, wie hoch das da zu Wasser gestanden ist, also das war Wahnsinn. Da noch vor war es sowieso ganz, ganz schlimm, entlang vom Ansbach. Nachdem das Hochwasser endlich wieder zurückgegangen war, kann es nun mit den Aufräumarbeiten beginnen. Jetzt beginnt es dann richtig mit den Aufräumarbeiten, wobei ich unserer Bevölkerung ein großes Lob aussprechen muss. Die sind sehr dahinter, dass sie es aufräumen, ihre eigenen Sachen wegbringen. Die Gemeinde ist da sehr dahinter, dass sie überall großzügig unterstützt. Und wir haben natürlich geleistet, so gut es geht, auch den Leuten helfen zu können. Aber was mir in dieser Situation auch wahnsinnig, wo ich begeistert war davor, von dieser, wie Marianspach zusammengewachsen ist. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, diese Hilfsbereitschaft, was da sich entwickelt hat, gerade in den abgeschnittenen Ortsteilen in Unteroberndorf, wo im Dorf hinten waren, sind sie mit einer Tauchpumpe von Haus zu Haus gegangen und haben geschaut, wen können wir helfen. Und das ist einfach, also sowas ist einfach schön. Ja, und wie es jetzt weitergeht und wo alle offenen Fragen beantwortet werden können, erklärt uns jetzt unsere Bürgermeisterin. Ja, wir haben eine Gemeinde, wir haben das in unserem WhatsApp-Kanal gepostet, dass sich jeder melden soll, der Schäden hat, dass wir da so eine Kommission einrichten. Die haben wir, morgen ist schon die erste Kommission im Einsatz. Also haben wir 35 Schäden gemeldet bekommen. Die wird sich ein paar Sachverständiger vom Gebietsbauamt und je nachdem, wie die Schadenshöhe ist, kann man sich an die Gemeinde wenden, dort wird das Ganze aufgenommen und dann auf unserem WhatsApp-Kanal gibt es auch die weiteren Informationen, aber genauso auf der Homepage, wenn wir schauen, dass wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Ich möchte mich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfer ganz, ganz herzlich bedanken. Ohne euch wären wir nicht heute da, wo wir jetzt da sind.
Es ist wirklich, ich bin überwältigt von so viel Hilfe. Die freiwilligen Feuerwehren, die waren nicht 24, nicht 36, die waren 48 Stunden im Einsatz mit weiß ich wie viel Leute, die sich immer wieder austauscht haben. Unsere Gewerbetreibenden haben uns unterstützt, so viele Private haben uns geholfen. Nicht zu vergessen auch unsere Bürgerinnen und Bürger, die Leute nachher mit Essen und Trinken versorgt haben. Ein herzliches Danke. Wir wissen alle, dass das nicht selbstverständlich ist und umso mehr ist es wert. Herzlichen Dank.